Worum soll ich? Wie sieht's aus mit Finderlohn? Du kannst dich mit einem meiner Mädels umsonst vergnügen. Ist das nichts? Er redet einfach, die Arbeit ja machen. Das ist mir zu wenig. Nimm es, oder du brauchst hier gar nicht wieder aufzutauchen. Hauptsache, er sagt einfach, ja gut, dann gehst du halt mit Jesus umsonst ins Bett. Naja, komm. Abgemacht. Hier deine Schale. Danke. Geh zu Nadja. Sie wird dich nach oben begleiten. Dann können wir mich das direkt mit den Paketdealer auch noch machen. Wo kann ich hier Kraut kaufen? Lass mich in Ruhe. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süßer. Gehen wir. Ja. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Auf ein zweites. Warum eigentlich hier? Dafür brauche ich den Schlüssel. Ist ja irgendwo einer fest. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Da sind immer noch die hier. Oh, Weg gehen, nicht, dass ihr festhängt. Wo kann ich hier Kraut kaufen? Wenn ich dir was erzählen soll, musst du schon ein paar Goldstücke locker machen. Wie viel willst du? 50 Goldstücke sollten reichen. Ich wundere mich über gar nichts. Jetzt sag mir, wo ich Kraut kaufen kann. Sprich mit Borka, Süßer. Bei ihm bekommst du dein Kraut. Sag mir nicht, du hast das. Die nächsten Stunden gehören nur uns. Es ist Zeit, dass du dich entspannst. Lehn dich zurück und genieße es. Das wundert mich nicht. Hey, wo ist denn unsere Rüstung? Warte mal. Komm das nächste Mal wieder zu mir, Süßer. So. Also kriegen wir von dem das Kraut. Was wundert mich jetzt nicht. So, ich muss aber hier meine Rüstung ausziehen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Nee. Walker, weil der hier vorne. Hey, du. Ich habe was anderes gehört. Ich habe gehört, du verkaufst Kraut? Wer sagt das? Das ist ja interessant. Das weiß die Arbeit. Nadja sagt das. Ach, sieh an. Das kleine Vöglein hat gezwitschert. Weißt du, du solltest nicht alles glauben, was diese kleine Schlampe erzählt. Er sollte wieder den Mund halten. Hey. Hey, scheiße. Warum soll ich mich denn noch? Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Links, links. Na, ah, verdammt, ich muss das Ganze wieder von vorne machen. Habe ich das nicht gespeichert, ey. Links, rechts, rechts. Das war jetzt rechts, 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 links, rechts, links. Mann. Habe ich das richtig ausgewählt?
Wieder Rüstung angezogen. Das darfst du keinem erzählen. Ich hab für sowas keine Zeit. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Das ist mal wieder typisch. Ach, erzähl mir nicht so. Abgemacht. Das weiß doch inzwischen jeder. Das habe ich schon. Hey! Lass uns hochgehen. Heute ist dein. Ja, ja, komm. Ein bisschen schneller wäre ganz nett. Ich glaube da nicht dran. Ich liebe schon mal das Bett einfach. Oh Mann. Halt, ja, ich warte. Das darfst du keinem erzählen. Oder sie. Hey! Wo kann ich? Wenn ich dir was erzähle. Wie viel will? Fünf. Jetzt. Sprit. Die nächsten. Ja, ja, ja. Kann ich das auch skippen? Kann ich skippen. Ein drittes Mal müssen wir uns das jetzt nicht angucken. Das habe ich schon immer gesagt. Er speichert wieder. Sagen wollen die nicht mit mir reden. Ich habe mehr gesagt. Das ist nicht wichtig. Ich will nur wissen, wer dich geschickt hat, um sicher zu sein, dass du in Ordnung bist. Ich glaube da nicht dran. Willst du ein Geschäft machen oder nicht? Das ist mein Geld. Na schön, machen wir ein Geschäft. Ich will 50 Goldstücke von dir, dann kriegst du dein Kraut. Keine Verhandlung. Lass uns ein Geschäft machen. Hier ist das Gold. Gut. Hier ist ein frischer, harziger Stängelkraut. Ja. Damit hätten wir das auch. Das wird laut Andrich freuen. Ja, dann können wir wieder speichern. Sicher ist sicher. Man weiß ja hier nie. Das ist doch alles nur gerecht. Das ist ja schrecklich. So, wir müssen jetzt eigentlich, auch wenn wir sowieso schon beim Hafen sind, dem Martin Bescheid sagen. Mein Mann sieht das anders. Ich habe was anderes gehört. Muss ich immer an den denken, der auch letzte Zeit mit in den Streams war hier. Wo ich die Skaven, der Skaven-Tide-Box bemalt habe. Der Martin. Ich glaube da nicht dran. Das wundert mich nicht. Oder den GW. Ehemaligen GW-Mitarbeiter. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Den Ring hier hatte ein Bandit bei sich. Er deutet auf einen Überseehändler hin. Diese Liste der Lieferung von Waffen und anderen Dingen an die Banditen hier trägt die Unterschrift von einem gewissen Fernando. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit den Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Ich denke, das reicht. Fernando also. Na, der kann was erleben. Und dabei tut er immer so, als könne er kein Wässerchen trüben. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Strafe absetzt, bis er schwarz ist. Reife Leistung, das muss ich schon sagen. Watras wird sich freuen über diese guten Nachrichten. Jo. Da haben wir mich das auch erledigt. Müssen wir ja hoffentlich jetzt in den. Hey, warum bin ich eigentlich nicht ausgeruht? Ja. Hast du das Schäferstündchen da mit der Nacht hier gehabt und bist noch nicht mal erholt? Dafür hast du 50 Goldmünzen bezahlt. Ich muss dir noch alles kümmern. Soweit aber auch. Er erzählt alles weiter. Muss ich da hoch? Nee. Ah, bevor wir das aber noch machen, will ich dann aber tatsächlich mal zum Leuchtturm gehen.
Jetzt, wo ich die Banditen so leicht besiegen kann, da sind noch ein paar Erfahrungspunkte da oben. Und dann damit der Jack in Erleuchtung kann. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Irgendwer muss die Arbeit machen. Man darf halt nicht alles glauben, was man will. Ich habe eigentlich momentan an Gold. Ja, 4200. Das ist ja auch schon mal ein bisschen. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf. Mensch und der Tier interessieren mich gerade gar nicht. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Elvridge, der Lehrling des Meisters Torben, erzählte mir, dass die Banditen die verschleppten Menschen über den Seeweg aus Korinis entführten. Einige Piraten sind mit im Spiel. Ihre Rolle in der Sache ist mir aber noch nicht ganz klar. Ich habe Elvridge von den Banditen befreit. Ein Mädchen namens Lucia ist von den Banditen verschleppt worden. Das entführte Mädchen Lucia hat sich den Banditen nach ihrer Entführung angeschlossen. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Ja, Martin wird dafür sorgen, dass er den Kerker sobald nicht mehr verlässt. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Heißt das, du wirst mich jetzt in den Ring des Wassers aufnehmen? Das war nicht unsere Abmachung. Und das weißt du genau. Möge Adanos deinen Weg erleuchten. Ja, aber ich will ja auch weiterkommen. Erzähl mir als Anwärter auf den einen, aber ich will. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zug. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Ja, lass mich toll dazu. Der gehört alles gehören. Zum Ring des Wassers. Das wirst du erst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Was genau? Wir stehen zwischen. Wenn ein. Und so sorgen wir dafür. Wegen der. Ja? Ich will dir. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Junge! Ich dachte, wir könnten jetzt endlich los. Was fehlt denn jetzt noch bei den vermissten Leuten? Da können wir natürlich zu den Anlegesteg nochmal. Für den König. Andere Idee habe ich jetzt nicht mehr. Aber endlich mal was Wesentliches erzählen können. Das interessiert ihr nicht. Wegen dem Kraut. Ich weiß, wer das Kraut in der Stadt verkauft. Borka, der Türsteher der Roten Laterne. Tatsächlich? Haben wir dafür Beweise? Er hat mir Sumpfkraut verkauft. Gut, das genügt uns. Ich werde ihn sofort verhaften lassen. Hier ist dein Sold. Ich will. Was? Das hört auch nicht auf hier, ne? Sie teilen sich eine Zelle. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Der Schmied Bennett wird. Ich glaube dir nicht. Und wenn schon. Was willst du dagegen tun? Du willst doch weiterleben, oder? Wenn du mich angreifst, wird man dich hängen. Ich habe mächtige Freunde, also wage es nicht, Hand an mich zu legen. Hab ich schon. Jetzt raus hier, oder ich rufe die Wachen. Also lustig, der sitzt im Knast. Du hast mich verraten.
Aber die Zelle ist die ganze Zeit offen. Die sitzen zu dritt in einer Zelle. Machen wir wieder zu hier. Fernando sitzt auch ein. Ist auf jeden Fall gut gefragt, der Knast hier. Haben schon gut aufgeräumt in der Stadt. Würde aber immer noch gerne wissen, wo die Sarah ist. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Lass mich in Ruhe. Einfach so. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Der ist im Knast. In Ruhe. Ist so eine blöde Frage. Tja. Für den König. Ja, ja. Wollen wir den Brief von Dexter hier lesen? Habe ich das vielleicht tatsächlich nicht getan? Befehle meine ich. Ich glaube, ich habe tatsächlich nicht gelesen. Das ist nicht gespeichert. Jetzt hat er diesen Tagebucheintrag gemacht. Oh, oder macht er das jedes Mal? Nee. Ah, jetzt habe ich mir das auch mit der ganzen Zeit nicht erzählt mit Dexter und Raven wahrscheinlich. Weil ich es noch nicht wusste. Weil ich das nicht gespeichert hatte, nachdem ich das gelesen habe. Also schauen wir mal, was das jetzt dazu sagt. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich weiß, wo die Vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korinnes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Hatte ich den Zwisch nicht gelesen. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja. Gut. Du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur Toten Harpie erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Endlich. Das war jetzt aber echt doof, ne? So, den habe ich sogar behalten. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren, und er bat Innos, dem Menschen seine göttliche Macht zu nehmen. Und Innos in seiner Weisheit tat es. So, hier ist ja Torben. Boah, ich hab den Dienst wieder. Elvridge wird ab jetzt wieder für dich arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Weiberock, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Nimm dieses Gold von mir als Dank, dass du meinen Lehrling zu mir zurückgebracht hast. Hey, du. Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Nein! Das glaube ich einfach nicht. Nein, ich kann das nicht glauben. Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt. Nimm den Brief wieder mit. Ich will ihn nicht. Ich
glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Ja. Vielleicht hast du ja Glück, nachdem wir da hinten alles aufgeräumt haben. Jetzt räumen wir aber erstmal den Leuchtturm auf.